Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Uranium. In der letzten Part sind wir hier gekommen, an diesen Insel dort. Und haben wir nukleare Pokémon entdeckt, die hier in den, also die in den Insel durch nukleare infiziert sind. Und da haben wir auch einen Pokémon gefangen, die von Level 30 ist. Und ich hab's ja gar nicht gedacht, dass wir da auch gefangen haben. Okay, jetzt gehen wir natürlich wieder zurück. Geheilt sind wir komplett. Also geheilt sind wir ganz komplett. Aber wahrscheinlich gibt es hier keine Arena, oder? Nee, sieht nicht so aus, als wenn Arena gibt. Wow! Du bist ein Trainer! Oh, ein paar. Oh Mist, ich hätte mein Pokémon, die ich gestern gefangen habe, noch dazu hinzufügen. Naja. Da machen wir das gleich. So, Casnell. Komm her. In Shiny. Oh, Quick Attack. Dann setz mal Blubstrahl ein. Luftschnitt. Selbst ein Critical Hit dazu. Und besiegt. Wundervoll. Tubchar. Okay, Talat, ja. Tubchar. Oh, das sieht gefährlich aus, dieser Fisch. Oh. Also das war Whirlpool oder... Okay, Intensität. Stärke 9. Okay, das ist ein normales Pokémon. Und Critical Hit. Ach so, Wasserdüse war das. Wasserdüse. Das war Wasserdüse. Intensität 8. Also Stärke 8. Tubchar. Sieht irgendwie gruselig aus, dieser Hai. Okay, jetzt gehen wir mal zum Pokémon Center und tun mal ein Pokémon wechseln. Weil wir nämlich jetzt ein Pokémon haben, die von Level 30 ist. Aber bevor ich reingehe, hier ist noch ein Item. Ihr habt... Oh, ein Beleber. Ein Beleber. Wundervoll. Tun wir den Shiny mal wieder... Moment mal. Weil er den... Casnail hat er noch... Den Erfahrung... Den EP-Teiler. Aber ich stelle mal den Shiny-Pokémon direkt... hierhin. So ein Box mit den speziellen Shinies.
der ist auch von Oh, der ist nicht von Psycho, sondern Gift Nuklear. Okay, dann setzen wir mal hier rein. Nein. So, jetzt gucken wir beim Pokémon, was er da hier für Attacken hat. Säure, Megasauger, Konfusstrahl und noch etwas mit dem Giftattacke. Warte mal, können wir eigentlich auch mit einem anderen Boot fahren? Nö, das ist nur Deko. Das ist einfach nur Deko. Aber vielleicht, wo diese Dünen sind, geht es natürlich in der anderen Seite hier. Weil da ist nämlich auch... Oh, falscher Weg. Wahrscheinlich hier bei denen hier gibt es auch noch ein Boot. Der fährt wahrscheinlich in eine andere Seite. Nicht nur dieser nuklearen Insel, sondern auf der anderen Seite. Okay, hier geht's nicht lang. Und wird wieder was mit Pokémon kommen. Ja, ein normaler Castnail. Okay, wieder ein Kokaran. Ich bin mal gespannt, wenn ich immer jedes Mal einen Kokaran begegne, da wird vielleicht auch ein Shiny davon kommen, aber es ist auch ganz schön selten, ein Shiny zu finden. Vor zwei Parts habe ich durch Zufall oder so einfach ein Shiny gekriegt. So. Aber ich flüchte lieber mal. Oh, wieso muss eigentlich jedes Mal Pokémon kommen? Ah, wieder ein Castnail. Hallo. Da hat man noch kein Ticket hier. Verdammt nochmal. Es müsste eigentlich noch so einen Weg geben, dass man auch auf der anderen Seite gehen und... Weil nicht nur aus dieser nuklearen Insel, sondern auf der anderen Seite hier. Geh mal da hier rein. Okay. Okay, versuchen wir mal.
Okay. Hab leider kein Glück bekommen. Schade. Da kriegt man ein seltenes Pokémon, wenn man das sieht. Ach, wahrscheinlich geht es natürlich wieder mal in den... Wenn ich mich recht entsinne, geht es natürlich wieder in den nuklearen Insel. Oder? Oh, hier geht's auch rein. Doch, es gibt eine Arena. Das sehe ich jetzt erst. Es gibt doch eine Arena. Habe ich gar nicht gesehen. Okay, ein Item. Da gebe ich mal den Erfahrung. Also EP-Teiler fürs Stärken. Fürs Mankey. Okay, tauschen wir mal. So, mal sehen. Kämpfen gegen einen Angler. Nee, ein Schwimmer. Ah, guck mal an. Na dann setzen wir erstmal Konfuzstrahl ein. Und er haut sich selbst. Sehr gut. Na dann, setze Säure ein. Und? Oh, Sandgrab. Ganz gefährlich. Dann nochmal Säure. Okay, die Attacke geht daneben hier in den Sandgrab. Und er ist besiegt. Sehr gut. Follow-Rock. Follow-Rock. Oh! Das ist Morsch! War das nicht diese Giftfrosch hier und der ist jetzt ein Morsch geworden? Der sieht auch sehr cool aus. Aber gegen Intensität. Okay, das noch überlebt. Dann Intensität Stärke 8. So, jetzt gehen wir wieder zurück und da heilen wir erstmal den Pokémon. Also mein Pokémon erstmal heilen. So, jetzt geht's wieder in den Arena. Ich wusste gar nicht, dass es sowas hier gibt. Aber wahrscheinlich ist es
Ja, ich glaube, das ist ein Wasserarena. Wenn ich schon mal das Wasser sehe. Und der nächste ist ein... Also der nächste ist ein... Matrose. Kokaran. Aber wir... Vielleicht mal... Vielleicht setzt er Sandgrab ein. Dann gehen wir wieder zurück. Los, Pali. Ja. Hat keine Wirkung gegen Flug. Und dann setzt mal das Feuer in den Spiel. Oh, fast ein One-Hit. Oh, Grabhammer. Das tut weh. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein! Warum denn? Einfach ein One-Hit gehauen. Das kriegst du zurück. Das kriegst du zurück. Oh, Praelip. Das ist wieder dieser Fisch. Na dann, Blutsauger. Setze Blutsauger ein. Aquarelle. Ich denke, der macht ein One-Hit, oder? Ja, One-Hit. Ach, Herr Jemine. Dann versuchen wir mit Intensität. Stärke 7. Komm schon bitte. Oh Gott. Oh, sogar noch ein spitziger Hit. Und verwirrt auch noch. Was ist denn heute los? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh, Mann. Lass mich raten, der steckt sich wieder selbst. Oh, Alter! Ich hasse diesen Fisch. Ich hasse das. Setz mal Megasauger ein. Ja, der ist doch ein Typ. Weil diese Attacke ist Pflanze. Was? Och nee. Ernsthaft jetzt. Ernsthaft jetzt? Nein! Und noch ein Critical Hit! Das kann doch nicht dein Ernst sein! Wisst ihr, was ich denn jetzt... Jetzt hasse ich den Fisch! Jetzt hasse ich denn diesen Gehirnfisch! Alter Schwede! Lehmschelle bitte! Mann, ey, das...
Endlich ist dieser Fisch weg, ey. Das kann doch gar nicht so haben. So, Mankey erreicht Level 17. Oh, Geowurf. Dann setzt mal hier Kratzer weg. Ah, guck mal an. Soll kein Problem sein. Dieser Kokosnusskrabbe. Oder ein Flammrad. Oh, Sand. Oh. Bitte, besieg ihn. Sehr gut. Alter Schwede, war das so gemein von dir. Das war so gemein von dir. Ey, wenn ich diesen Gehirnfisch wieder sehe. Oh, ich hasse das. Das ist jetzt eins mal jetzt der nächste Hass. Pokémon wie Tantara und Tantoxa. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Oh, wahrscheinlich gibt es jetzt da unten noch mehr Trainer, oder? Ja, upsala! Oh, eine Schwimmerin. Ah, wieder dieser... Wieder dieser Giftfrosch. Oder eher gesagt ein Giftmorsch. Okay, Pfund. Soll kein Problem sein. Na dann, Intensität. Stärke 8. Oh ja, sehr effektiv. Und One-Hit. Sehr gut. Und Level 25, Talard. Dolchomp. Doppelschlag wahrscheinlich. Oh, ein Drachenattacke. Sehr gut. Wir erlernen eine Drachenattacke. Doppel- oder Dualschlag. Spawnery. Na dann, Palich. Hoffentlich bitte kein One-Hit. Bitte. Luftschnitt. Okay, da greift er als erstes an. Oh, Aquaknarre. Bitte kein One-Hit. Bitte kein One-Hit, bitte. Okay, sehr gut. Luftschnitt. Dieser weiterentwickelte Schwammkäfer von Spawny. Okay, das ist super. Und Mankey erreicht Level 18. Oh nee, nicht du schon wieder, Braylib. Das ist eins. Ich hasse diesen Fisch. Ich hasse diesen Fisch. Ich hasse diesen Fisch.
Weil ich werde das auf jeden Fall fangen, aber nicht in mein Team nehmen. Ja, Aquaknarre, lass mich raten, ich werde verwirrt. Hab ich mir doch gedacht, dass ich verwirrt bin. Und lass mich raten, ich schlag wieder selbst. Okay, gut. Intensität Stärke 9. Besiegen, bitte. So, und sogar Critical Hit. Super, das war die Rache. So, Schwimmerin, du bist besiegt. So, du bist dran jetzt. Oh, Schönheit. Und Lumbrero. Ja, dann versuchen wir mit Säure. Ah, Mogelhieb. Ich hasse die Attacke. Sie gehen sofort mit Gift. Oh, Blubstrahl. Ganz gefährlich. Das gibt's doch nicht! Und er hat's besiegt. Ich hasse es, wenn immer ignoriert. Bitte als erstes. Ja, sehr gut. Luftschnitt. Und besiegt. Was hat die? Ah, oh, dieser Giftmolch. Wieder dieser Giftmolch. So, jetzt Intensität. Stärke 9! Sehr gut. Das seltenste ist Stärke 10. Und besiegt. Sehr gut. Super gemacht, Herr Lord. Und Mankey erreicht Level 19. Wundervoll. Ach, Mankey entwickelt sich immer noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal Pokémon heilen. So, jetzt gehen wir wieder zurück zur Arena. Und dafür runter zu gehen. Oh Gott, hier ist noch ein Angler. Der setzt bestimmt jetzt einen Carbador ein. Nee, guck mal an. Nun, Harish, komm her. Sehr gut, dafür gibt es heiß zur Sache.
nicht gerade gereicht. Oh, Grabhammer, Grabhammer. Nein, nicht One-Hit, nicht One-Hit, bitte, nicht One-Hit, nicht One-Hit, bitte, bitte. Och, was zum Teufel? Alter Schwede. Reicht's jetzt. Mir reicht's jetzt. So, Flammrad. Besiege ihn. Oh nee, bitte nicht. Wieso Brainlip? Dieser Gehirnfisch. Also dieser Hirnfisch. Das Schwede. Versuchen wir mit Intensität. Stärke 6. Ach. Aquabälle, wahrscheinlich wieder Verwirrung. Nein, diesmal nicht. Intensität 9. Jetzt Dual Jump. Und besiegt. Sehr gut. Top Jar. Okay, versuchen wir mit Mankey mal so anzugreifen. Wahrscheinlich ist das von Typ Unlicht. Also Geowurf. So, Biss. Der schreckt auch noch zurück. Der schreckt auch noch zurück. Das darf doch nicht wahr sein. So, bereichst du jetzt schon jetzt den nuklearen Monster. Das sehr effektiv ist. Alles trifft es auch sehr effektiv. Oh, Wasserdüse. Bitte, bitte überlebe, überlebe. Sehr gut. So, Megasauger. Schon wieder Wasserdüse. Komm, bitte. Oh, sehr gut. So, Megasauger. Ja, und da wird es wahrscheinlich besiegt werden, ne? Ja. So, jetzt... das greift als erstes an. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich jetzt völlig verarschen? Oh, Eiszahn auch noch. Eiszahn.
Alter Schwede. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Wieso greift er immer als erstes an? Wieso greift er als erstes an? Das ist doch völlig Betrug. Alter Schwede, das ist doch völlig Betrug, dass er immer als erstes angreift. Ja, und jetzt wird er natürlich wieder besiegt werden. Ja, Mankey bleibt es noch übrig. Bitte, Geowurf. Und schreck bitte nicht zurück. Schreck bitte nicht zurück. Der ist nur Wasser? Oh, na endlich ist es... Oh, Alter, meine Nerven. Meine Nerven. Alter Schwede, meine richtigen Nerven. So, jetzt heilen wir wieder mal. Hoffentlich kommen wir endlich mal in den Arena-Leiter oder Leiterin. Weil ich möchte auch mal dann den Part beenden. Wahrscheinlich hier auf die linke Seite, dass man zum Arena-Leiter geht. Ja. Nee, das ist eine Arena-Leiterin. Hä? Okay. Kelly. Also Kelly. Sieht ja fast so aus wie Kuga, die Arena-Leiterin, aber es ist Kelly. Oh, Tomb Jar wieder. Okay, alles oder nichts. Okay, Megasauger. Carp Break. Das war das Durchbruch wahrscheinlich. Also Megasauger. Komm schon, überlebe es. Ach, sehr gut. Der hat 4 Pokémon. Oh, Super Potion. So, dann wechseln wir mal.
du jetzt Intensität, Stärke? 9! Ja! Komm schon, komm schon. Sehr gut! Sehr gut! Und Menki erreicht Level 20. Ausgerechnet Braylab. Warum Braylab? Wollen wir wetten, der greift als erstes an? Das war ein Schutzschild! Nein! Verdammt! Wieso? Ich hab's mir gehofft, dass er nicht an, als erstes ankommt und jetzt greift er wirklich als erstes an. Das kann doch nicht sein! Okay, ein Critical Hit sogar. Ah, Aquabälle. Wahrscheinlich jetzt wieder ein One-Hit. Ja. Das Späte. Das wird nie einfach. Intensität, Stärke 8. Oh, das kann doch nicht sein! Ich hasse diesen blöden Fisch! Ich hasse diesen Fisch! Ich hasse dieser Fisch. Also wirklich. Und er setzt Super Potion ein. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich gegen einen Arena-Leiter verloren habe. Ja, das war's endgültig. Das war's endgültig. Und jetzt wird er wahrscheinlich hier... Ja. Weil der zu einer Hälfte Psycho ist. Mann, Alter. Psycho-Typ. Ja. Das war's endgültig. Oh, Moment mal, habe ich eigentlich nicht Beleber? Ja, ich habe Beleber. Ja, der ist besiegt. Thank you.
Okay, versuchen wir mit Intensität Stärke 7. Der hat's überlebt. Der hat's überlebt. Ich will es nicht mehr sehen. Ich will diesen Fisch nicht mehr sehen. Und der hat's noch besiegt. Und ein Critical Hit. Was soll das eigentlich? Was soll das? Was soll das jetzt? Was soll das jetzt? Also diesen Fisch ist so nervig. Dieser Hirnfisch ist sowas von nervig. Alter Schwede. Meine Nerven, ey. Ich will den nicht ins Team haben. Nur in den Pokédex eintragen. Nicht ins Team nehmen. So, jetzt kaufe ich mal schnell noch was ein. Wie viel Geld habe ich eigentlich noch? Ui, das ist auch ganz schön viel. Hypertrank ist es natürlich ein bisschen teuer. Und dann noch hier gibt es noch einen Beleber noch dazu. Ja. Ah, das schwedert meine Nerven. Okay, dann sehen wir uns dann bald wieder hier im Pokémon Uranium. Hoffentlich hat euch das gefallen und wir sehen uns bald wieder. Und es tut mir leid, dass ich wütend war, aber ich kann diesen Fisch nicht leiden. Also, macht's gut und ciao, ciao.